Hallo Mädels und Jungs, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind fast in Wien angekommen. Für alle, die es nicht kennen, wir kommen über Gablitz nach Wien. Wir sind gerade den Riederberg gefahren. Und ja, für viele, die Gablitz von früher kennen, man erkennt es fast nicht mehr wieder. Das Forsthaus da hinten ist abgerissen. Da werden eigentlich riesige Bauten gebaut. Überall wird momentan sehr, sehr fleißig gebaut in Wien. Was mich wundert, da ja die Baustoffpreise so in die Höhe gegangen sind, die XPS-Platten kosten ungefähr fast das Dreifache, unglaublich, Holz fast nicht zu bekommen. Ich war beim Sägewerk meines geringsten Misstrauens, also direkt in meiner Ortschaft, und habe mit ihm gesprochen und habe gesagt, hey, ich brauche ein paar Balken, ich mache mir eigentlich mein Sommerhaus fertig, wo ich eine Ecke fürs Motorrad und eine Ecke Gartenecke habe und brauche Balken, 10-10er, 12-10er, was immer er hat. Und er hat gesagt, gut, aber leider aus. Warum? Weil er seit 2 Jahren eigentlich nur mehr im Kundenauftrag schneidet, das heißt kein eigenes Holz mehr hat. Und alle Bauern bringen das Holz zu ihm hin. Er schneidet es in ihren Auftrag genauso, wie sie es haben wollen, und die verkaufen es dann, weil sie nämlich gemerkt haben, dass die Holzpreise extrem gestiegen sind und du kriegst eigentlich in der Umgebung fast kein Holz mehr. Egal, ob du direkt zum Sägewerk oder sonst irgendwo hingehst. Meine XPS-Platten für die Keller Schalung habe ich auch gewartet, ungefähr, naja, ich würde sagen, so 18 Tage, also etwas über 2 Wochen, musste ich auf sie warten, bis sie endlich da sind, obwohl ich ja gerade mal ein Paket gebraucht habe, weil mein Kellersockel sehr, sehr schmal ist. Auf einer Seite hat er höchstens 17 cm, also wirklich kaum der Rede wert. Der Keller ganz drinnen, auf der anderen Seite, glaube ich, sind es 48, 49 cm, irgendwas so. Und ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, XPS-Platten sind da und Kellerisolierung fertig und also fertiggestellt. Die Firma hätte es ja fertig machen sollen, aber hat es nicht richtig fertig gemacht. Und ein Kellerfenster war nicht richtig abgedichtet, leider. Habe ich auch gemacht. Natürlich auch einen gescheiten Verputz. Also es gibt kein Holz, ich kann mein Haus nicht bauen. Und ja, das war es eigentlich. Natürlich mache ich mir, weil ich ein Holzhaus habe, ein Gerätehaus, wo ich auch das Motorrad reinstellen kann. Genau in der gleichen Fasson, das heißt außen mit Holztäfelung und ein richtiges Holzriegelhaus. Denn wenn ich im Winter irgendwas zum Tun habe, dann stelle ich mir einfach ein Öfchen hinein. Ich habe eh noch eins über einen uralten, glaube ich, Mellerofen. Mit einer schönen emaillierten Verzierung, traumhaft. Und ja, die 9 oder 10, 11 Quadratmeter, keine Ahnung, die wieder schon locker da heizen. Da heizt er leicht, hat mein Haus auch erheizt. Ja, auf jeden Fall kein Beginn mit dem Bauen. Aber ich war sowieso mit anderen Sachen beschäftigt. Und Holz schneiden und ja. Ja, mittlerweile habe ich schon einiges an Holz wieder eingelagert. Also mit den ein bisschen was über 2 Meter, schätze ich mal, habe ich dann fast 12 Meter zu Hause. Ich
würde sagen, strenger Winter, viel heizen, sehr, sehr warm drinnen. Und meine Damen haben es halt gern warm. Verbrauche ich vielleicht 4 Meter, vielleicht 5, wenn ich wirklich den Ofen nie absperre. Und ja, das ist eigentlich eh nichts. Für das, dass ich es natürlich im Winter immer für die Mädels so 24,5 Grad kuschelig warm habe. Ja, die Grünen würden jetzt aufschreien, leckt mich. Meine Damen haben es gern warm und ist mir scheißegal, was irgendein Grüner sagt. Ob ich zu hoch oder zu nieder heiz. Wenn meine Mädels sich wohlfühlen und der Wohlfühlfaktor ist okay, dann geht's auch mir gut. Aber das wissen die meisten sowieso. Und ja, ich tu dann nicht um wegen ein oder zwei Scheitel mehr. Was soll's. Ja, wir sind jetzt da von Gablis nach Burgersdorf gekommen. Jetzt fahren wir hier durch die Unterführung und wie man hier auf dem Vorwegweiser sieht, kommen wir schon Richtung Wien und dann ja, bin ich bei meiner süßen Tochter angelangt. Und dann heißt es einmal kurz chillen, was Kaltes trinken und dann werden wir gleich noch was machen. Habe heute noch ein bisschen Arbeit, aber das ist gleich erledigt. Ja, das war's. Ich glaube, eine Stadtfahrt ist weniger interessant und nicht so aufregend. Deswegen bleibt mir nur mehr eines zu sagen, wie immer, oben bleiben.